Man sieht ja jetzt wunderbar eigentlich, wie du arbeitest, sehr schnell. Gehört das zu dem Charakter der Skizzen dazu? Ja, das ist ja so ähnlich wie Dias durchgucken oder Fremdmaterial durchgucken. Also schnell gucken und versuchen darauf zu achten, wo werde ich aufmerksam. Und das ist dann das, die Kamera muss in der Hand sein und muss auch ausgelöst sein, bevor ich anfange nachzudenken. Und was da rauskommt, ist total egal. Es ist ja nicht zielorientiert, außer dass es eine Sammlung wird und dann mal gucken. Dann wird halt viel weggeschmissen und dann mal sehen, was drauf ist. Und das schnelle Auslösen und das schnelle Erfassen oder relativ schnelle Erfassen von so einem Ausschnitt, den man ja hinterher auch nochmal korrigieren kann, das hat natürlich was mit der Übung zu tun. Das geht dann schnell. Ein Tableau von 2008, was, wenn man so ganz nah mal im Detail anfängt, eigentlich nach irgendeiner Materialität aussieht, die man gar nicht so genau differenzieren kann. Aber ich finde, wenn man es anguckt, sieht man in diesen verschiedenen Grüntönen, die so ins Blau weggehen, nochmal anders fragmentiert sind. Kommt man eigentlich gar nicht drauf, ob das jetzt eine zusammenhängende Fläche ist, sind es abgesetzte Farben. Sind sie nochmal voneinander getrennt worden und erst in der Distanz, auch die Räumlichkeit, die hier so entsteht an den Schnittstellen, ist eigentlich eine, die noch so eine Überlagerung von verschiedenen Schichten und Linien aufmacht. Und erst im Weggehen, wie bei allen Tableaus, verändert sich irgendwas und man kommt auf eine Idee von so einer realistischen Abbildung. Und mit noch ein bisschen mehr Distanz ist man dann eigentlich relativ schnell da bei so einem Sportplatz, der in verschiedene Richtungen gemähten Rasen hat. Das ist halt ein Konstrukt, wirklich von was mit Überlagerung zu tun hat und erstmal relativ monochrom daherkommt, aber dann doch ein ziemliches Spektrum hat an verschiedenen Grüntönen, die das ganze Bild ausmachen.